Hallo und schönen guten Abend aus der Petruskirche. Ich habe ja versprochen, hierher zu fahren und ich bin schon an unserem Kerzenleuchter und ich zünde jetzt für eure Gebetsanliegen die Kerzen an. Und dazu mache ich mir erstmal hier, das mache ich, zeige ich sonst nicht, ne? In der Mitte eine Kerze an, damit ich nicht immer das Feuerzeug zücken muss und man immer dieses Ritschen hört, wenn man das Feuerzeug dann betätigt. Ich finde das so ein bisschen schöner. So. Und die erste Kerze heute Abend, die geht an Leonie über Manu. Leonie geht's nicht gut und wir zünden für Leonie eine Kerze an. Dann geht die nächste Kerze an Martina, die eine Untersuchung heute hatte, eine Behandlung, und wo sie darum bittet, dass ja alles gut ausgeht. Dann die nächste Kerze für unsere Vivi. Ich zeig das schon mal. Dann hat Dani um eine Kerze für Tja gebeten, der immer wieder in der Schule aneckt, gemobbt wird, sich unverstanden fühlt und ja, dem es einfach nicht gut geht und keine Lust auf Schule hat. Und das ist in der Grundschule wirklich deprimierend, wenn da ein Kind schon keine Lust mehr hat. Dann eine Kerze für Ben. Ben, für den haben wir schon gebetet und Ben ist verstorben. Ganz junger Mensch, der nicht mehr bei uns ist. Ben, ein Gruß für dich und für alle, die um dich weinen. Da war die Geschichte, dass er keine Angehörigen im klassischen Sinn hat, aber es gibt Menschen, die ja an ihn denken. Eine Kerze für Manus Mama, die immer wieder Krankenhausaufenthalte hat dieses Jahr und wo es nur schleppend bergauf geht. Dann eine Kerze für Biggie. Dann eine Kerze für Dannys Freundin, der es nicht gut geht. Dannys Freundin, das ist für dich. Dann eine allgemeinere Kerze für alle Lehrer und Lehrerinnen, die eben nicht wegsehen, sondern den Kummer und die Not ihrer Schüler ernst nehmen. Dann über Instagram kamen drei Wünsche von Konin6 für die eine für die Tochter Marisa und für ihre Tochter Patricia. Und auch von Konin 6
eine Kerze für ihren Mann. Bei den Töchtern bittet sie um mehr Gelassenheit und Ruhe in ihrem Alltag. Und ja, bei dem Mann, der immer ständig unter Strom steht, geht es vermutlich auch um Ähnliches. Und ich persönlich habe eine Kerze für meinen Arbeitskollegen. Der krank ist und dem Gott sei Dank geholfen werden konnte. Das sind eure Kerzen, eure Gebetsanliegen heute Abend. Und jetzt würde ich mit und für euch beten. Himmlischer Vater, du siehst diese Gebete, die zu dir gebracht werden, die Wünsche, die Menschen haben, ob sie nur in aller Feinheit ausgesprochen sind oder einfach nur mit einem Namen versehen sind. Und wir bringen dir Leonie. Leonie, geht's nicht gut. Bitte sei du bei ihr. Mach du ihren Körper wieder gesund und heil. Du hast genau das versprochen. Und auch für Martina wollen wir dich bitten, die eine Untersuchung heute hatte, wo sie darum bittet, dass alles wirklich gut ausgehen möchte. Wir bitten dich für Vivi, sei du bei ihr, ganz nah bei ihr und schenk ihr einfach neue Kraft und neue Energie, jetzt auch in den paar Tagen Urlaub, die sie hat. Wir bringen dir Tiag von Dani. Sei du bei dem kleinen Jungen und schenk ihm wieder neue Lust und neuen Mut für die Schule, dass er wirklich Lust hat zu lernen, auch in der Schule zu lernen. Und dass sich diese ganze Mobbing-Geschichte einfach auflöst. Und genauso möchten wir dir Dannys Freundin bringen, der es auch nicht gut geht. Sei du bei ihr und tröste und stärke du sie. Und wir möchten dir Manus Mama bringen, der es gesundheitlich auch dieses Jahr gar nicht gut geht und die immer wieder im Krankenhaus ist. Bitte sei du bei ihr und halte du einfach ihre Hand. Wir bringen dir Biggie. Auch für sie sei du da, sei du ganz nah an ihrem Herzen. Zeig einfach, dass du da bist. Auch wenn man dich gar nicht sehen kann, aber in den kleinen Dingen im Leben kann man dich eben doch sehen. Und genauso möchten wir an Ben denken, der dich kannte und der jetzt bei dir ist. Und du siehst die Menschen, die um ihn weinen und du siehst die Menschen, die sich um ihn gekümmert haben in den letzten Tagen und Stunden seines Lebens. Tröste du sie, sei du bei ihnen, schenke ihnen Kraft und Mut. Wir möchten dir alle Lehrer und Lehrerinnen wirklich ans Herz legen, die eben nicht wegsehen, wenn es Kindern in ihren Klassen nicht gut geht. Die sich einsetzen, die sich bemühen, Lösungen zu finden, auch oftmals über ihre Kräfte hinaus, die vor ganz neuen Herausforderungen stehen seit Beginn der Pandemie und auch vorher schon. Segne du diese Arbeit, die so wertvoll ist, denn Kinder sind unsere Zukunft. Wir möchten dir die Töchter Marisa und Patricia von Konin 6 bringen. Schenk du beiden jungen Frauen mehr Ruhe und Gelassenheit in ihrem Leben. Und auch für ihren Mann, der ständig unter Strom steht, schenke du dort das, was nötig ist, dass es ihm gut geht, dass es allen dreien und dieser ganzen Familie dann wirklich gut geht. Segne du jeden Einzelnen und als Letztes möchte ich dir meinen Arbeitskollegen bringen. Danke, dass es so glimpflich ausgegangen ist und danke, dass du da einfach deine schützende Hand drüber gehalten hast. Und danke, dass wir einfach immer zu dir kommen können, egal wie viel Uhr es ist, egal mit welchem Anliegen wir zu dir kommen wollen. Du hast versprochen, du bist für uns da. Und danke, dass wir dich darauf festnageln können.
Bitte segne uns auch weiterhin in dieser Woche, sei du ganz nah bei uns, bei jedem Einzelnen, der zuhört und der vielleicht beim nächsten Mal Mut fasst, eine Kerze anzuzünden. Amen.